Laufen, auf Trails unterwegs sein, wandern. Für mich das Natürlichste auf der Welt. Aber dem war nicht immer so. Lasst uns zurückgehen, einige Jahre. Zurück auf den Camino Frances 2015, meinen zweiten Jakobsweg. Im August habe ich mich mit gerade 19 Jahren aufgemacht, wieder zu pilgern. Und diesmal auch direkt von Anfang an nicht alleine. Anna und ich kannten uns schon seit unserer Kindheit, weil unsere Eltern befreundet waren und hatten uns aber aus den Augen verloren, bis ich die Familie besucht habe, nachdem ich den Camino 2013 gegangen war. Und dort habe ich sie so inspiriert, dass sie dann beschlossen hat, den Weg 2015 zu gehen. Und ja, da sind wir uns dann über den Weg gelaufen, als wir im gleichen Zug nach Saint-Jean saßen. Wirklich verrückt. Schade, sowas. Wir verstanden uns fast von Anhieb super und sind bis auf den heutigen Tag die besten Freunde. Ja. Ab Tag 3 waren wir dann auch in einer größeren Gruppe unterwegs als Camino Family. Wir hatten zwei Australier, Mutter und Sohn, zwei Kalifornier, Vater und Sohn, zwei Kalifornier, beste Freunde und zwei Engländerinnen, beste Freunde. Anna und Spencer hatten gleich vom ersten Tag an, als sie sich begegnet sind, ein Auge aufeinander geworfen. Und es ist für mich bis heute die schönste Camino Love Story, die ich live erleben durfte, denn die beiden sind immer noch zusammen seitdem. Je länger ich den Camino lief, desto mehr wurde mir klar, dass man nichts wiederholen kann. Der Weg war nicht der gleiche, den ich 2 Jahre zuvor gelaufen hatte. Es war ein völlig neuer Weg für mich. Völlig neue Erfahrungen, völlig neue Menschen, völlig neue Landschaft und völlig neues Wetter, was mir jeden Tag aufs Neue zeigte, dass man nie dieselbe Erfahrung zweimal machen kann und dass nie derselbe Mensch den gleichen Weg zweimal gehen kann. It's the way that you're facing. Auf dem Camino war das Leben leicht. Man musste nur den Pfeilen folgen, den Pfeilen, die das Leben einem weist. Und das ist bis heute eine der schönsten Weisheiten, die der Camino mir mitgegeben hat. Nach
300 Kilometern waren wir dann in Burgos, fast auf halbem Weg nach Santiago. Und danach erreichten wir die Meseta. Die Meseta ist eine Hochebene, die sich ab Burgos bis nach León durchzieht und die von absoluter Kargheit, Monotonie und Trockenheit geprägt ist. Zwischendurch kommt man sich beinahe vor, als würde man durch die Wüste wandern und nicht mitten durch Spanien. Die Wege sind langgestreckt, man hat weite Aussicht auf das, was man noch machen muss und kaum Schatten. Aber trotzdem ist es eine besondere Landschaft, um darin unterwegs zu sein. Und Sahagún in der Meseta markiert die Hälfte des Caminos, die man zu dem Zeitpunkt Sahagún geschafft hat. 400 Kilometer. Baby, I love you. You know that we will make it. Die Meseta lag hinter uns und wir näherten uns dem Cruz de Ferro, dem höchsten Punkt des Jakobsweges. So how come the words don't come so quick and how come I can't seem to be real, real with my love. Mit dem Erreichen des Cruz de Ferro schien sich die Zeit plötzlich doppelt so schnell weiter zu bewegen. Wir versuchten, so gut es geht, den Moment zu genießen und die Zeit festzuhalten. Doch wie immer, wenn man die Zeit festzuhalten versucht, vergeht sie nur umso schneller. So erreichten wir bald Galicien, die letzte Region Spaniens, in der auch Santiago liegt. All this in. So switch sides on all you see and you'll realize you'll open up to the things that make us good. Wir versuchten jeden Moment als Gruppe gemeinsam zu genießen, denn wir wussten, wenn der Camino einmal vorbei war, würde nichts mehr sein wie auf dem Camino. Je näher wir nach Santiago kamen, desto voller wurden die Wege und desto mehr Pilgern sind wir begegnet. Aber uns hat es nicht gestört, denn wir hatten uns. Und dann waren sie da, der letzte Abend und der letzte Morgen, bevor wir Santiago erreichen würden. Und dann waren wir da, knapp einen Monat nachdem wir losgelaufen waren, vor der Kathedrale in Santiago. Das Ziel unseres Weges war erreicht, aber noch nicht das Ende unserer Reise. Jedenfalls nicht für Anna und mich. Wir wohnten am nächsten Tag den Pilgergottesdienst bei und hatten Glück, dass das Botafumeiro geschwenkt wurde. Und danach machten wir uns auf, weiter nach Finisterre, zum Leuchtturm und ans Kap. Wir sammelten Jakobsmuscheln an dem berühmten Strand und des Abends begaben wir uns dann zur Klippe, um den Sonnenuntergang zu sehen. Und
Und so endete mein zweiter Camino. Doch sollte nicht der letzte bleiben. Ich war unwiderruflich mit dem Wandervirus infiziert. Und es würden noch viele weitere Trails folgen. Und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so.